Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo, willkommen zurück. Nachdem wir ja jetzt unseren ersten Schaltplan nochmal so gezeichnet haben, möchte ich euch jetzt zeigen, wie wir hier schnell die Werte anpassen. Wir haben ja hier noch keine Werte für unsere Widerstände vergeben. Dazu gehe ich mal hier drauf, klicke den ersten an, in dem Fall hier R1. Wir machen ein V, Taste V für das Value. Und wir machen hier 470R für 470 Ohm. Dann haben wir hier den R2, auch hier wieder schnell das Value. Da haben wir hier 6K8, also 6,8 Kiloohm. Das gleiche gilt für R3, Taste V, 6K8 für den Widerstand. Wir zoomen etwas raus, gehen hier nach drüben, wählen unseren R4 an, machen wiederum die Taste V und sagen hier 470R. Na. So, jetzt haben wir im weitestgehenden unsere ganzen Bauelemente bezeichnet. Wir haben also unsere 9 Volt, wir haben unseren Connector, wir haben den Ground, wir haben die beiden LEDs, wir haben die Widerstände bezeichnet. Unseren BC547, der war von Anfang an bezeichnet. Wir haben die 100 Ohm. Und wir können jetzt noch mal hier kurz testen. B2 passt, B1 passt. Unser Verbindungselement ist angeschlossen. Wir haben hier unser Anschluss. Schauen wir mal bei den 9 Volt. Auch die sind soweit hier erstmal angeschlossen. Wir schauen noch mal unseren Ground an. Ground ist jetzt hier einmal in dieser Art und Weise über diese Leitung hier verbunden und hier unten über das Ground Label oder über das Ground Symbol, was ja in dem Sinne nichts anderes ist als ein sogenanntes globales Label, nur eben für die Spannung oder für die Spannungsversorgung. Gut. Ich beende das Ganze. Wir haben auch hier schon annotiert, das haben wir durchgeführt hier über unseren Button. Und jetzt lassen wir einfach mal den ERC-Check laufen. Und jetzt wird es gleich ganz wichtig, da müssen wir mal aufpassen. Gerade die Einsteiger, hier gilt es jetzt mal genau aufzupassen. Wir lassen mal uns alle Verstöße anzeigen und dann sagen wir mal okay und wir starten. Wir sehen jetzt, Warnungen haben wir in dem Fall keine. Wir haben hier zwei Fehler und die möchte ich euch zeigen. Ich gehe mal hier raus und wir sehen jetzt hier den ersten Fehler hier bei den 9 Volt und sehr wahrscheinlich irgendwo hier unten. Ja, irgendwo, das ist gut gesagt, genau irgendwo hier beim Ground. Und dazu zoome ich jetzt oder öffne ich nochmal hier unsere Fehlermeldung. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt. Leider kann ich das nicht ein bisschen größer machen. So, wir haben jetzt hier einmal der Input Power Pin wird von keinem Output Power Pin angesteuert. Und hier ebenfalls nochmal für den Ground H4 Pin 1. Input Power Pin wird von keinem Output Power Pin angesteuert. So, was bedeutet das? Ich mache jetzt hier mal zu. Was bedeutet das? In dem Moment, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil das ein massiver Stolperstein für KiCad-Anfänger ist. KiCad prüft hier ab, und zwar habe ich jetzt prüft hier Folgendes ab: Power Output und Power Input. In dem Moment, wie ich jetzt hier dieses 9 Volt Power-Symbol angebracht habe, um jetzt KiCad mitzuteilen, dass diese Leitung hier eine 9 Volt Plus-Leitung ist und ebenfalls hier dieses Ground-Symbol angebracht habe, um KiCad mitzuteilen, dass dieser Ausgang hier unser Ground ist, ja, und auch hier, damit ich hier unseren Ground habe, sagt uns KiCad jetzt mit dieser Fehlermeldung, Moment einmal, hier ist ja gar kein Power Output. Ihr habt ja, also wir haben jetzt hier einen Power Input gemacht,
aber wir haben ja keinen Power Output. Das kommt daher, dass dieser Connector-Pin hier, der Pin-Anschluss von diesem Connector, der ist eben kein Power Output, sondern dieser Pin, diese Pin-Art hier, dieses Pins, ist passiv. Und das ist ein Konflikt, den uns KiCad jetzt hier mitteilt in Form einer Fehlermeldung. Elektrisch ist natürlich die Schaltung richtig. Ja, ich teile ja hier nur mit, dass ich hier 9 Volt anlege an diesen Strang. Ja, das hat ja im Prinzip mit der Funktionalität dieser ganzen Schaltung hier nichts zu tun. Ja, aber KiCad macht hier genau die Trennung und da stolpern halt viele drüber und sagen, okay, ich habe ja jetzt hier 9 Volt angelegt. Ja, okay, die Schaltung ist ja komplett richtig, hier ist ja nichts falsch. Ja, aber warum kriege ich jetzt hier die Fehlermeldung? Die Fehlermeldung kommt eben dadurch, dass dieser Pin hier, dieser Connector-Pin, dieser von dem Connector, dieser Pin, eben nicht ein Power-Output-Pin ist, sondern ein Passiv-Pin. Diese Fehlermeldung würde jetzt verschwinden, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Spannungsregler, so einen 7809 oder 7805, hier einbauen würde. Der hat auf der Ausgangsseite einen Pin, der als Power Output auch im Symbol gekennzeichnet ist. Und dann taucht diese Fehlermeldung nicht auf, weil dann sagt KiCad, okay, diese plus 9 Volt Power Input sind an einen Power Output Pin angeschlossen. Jetzt haben wir eben hier diese Situation und das ist ganz, ganz wichtig, gerade für Einsteiger. Deswegen erkläre ich es jetzt nochmal. Hier haben wir die Situation, wir haben hier einen Power Input Pin, 12 Volt, den wir angeschlossen haben auf einen passiven Pin. Denn ich kann beim Zeichnen von Symbolen den Pins Eigenschaften zuweisen. Passiv, Eingang, Ausgang, Power Out, Power In und so weiter. Tri-State etc. Sehen wir alles noch. So, elektrisch gesehen ist unsere Schaltung völlig richtig und der Einsteiger fällt jetzt hier drüber und sagt, Mensch, ja, ist doch alles richtig hier. Wieso kriege ich die Fehlermeldung? Und das führt dann immer wieder zu Problemen und Rückfragen. Wie kriegen wir jetzt die Kuh hier vom Eis, um es kurz zu machen? Die Kuh kriegen wir damit vom Eis, dass wir KiCad jetzt mitteilen, alles in Ordnung, wir wissen, was wir tun, das ist so richtig. Und dazu brauchen wir jetzt die Taste P oder eben unseren Button hier. Ich mache es jetzt mal hier über den Button. Spannungssymbol hinzufügen. Ich klicke hier rein. Jetzt werden wieder meine Bibliotheken geladen. Und jetzt sage ich hier Power Flag. Oder PWA. So rum. Power Flag. Hier steht schon Special Symbol for Telling ERC Where Power Comes From. Also, mit diesem speziellen Symbol teile ich diesem ERC-Check mit, das passt so. Ja, das ist jetzt hier die eingebaute Sicherheit. Das ist jetzt hier die eingebaute Sicherheit, KiCad mitzuteilen. Alles gut, so ist es richtig. Und ich sage mal so, die Schaltung ist ja so richtig, ist ja unser Schaltplan. Und das muss ich jetzt auf beiden Seiten machen. Einmal in dem Fall hier für Ground. KiCad hat jetzt hier zufälligerweise hier unten den Fehler hingeschmissen. Den hätte es auch hier genauso hier oben hinschmeißen können. In dem Moment, wie ich hier mehrere Ground-Symbole oder auch Spannungssymbole verwende, wird KiCad dazu übergehen, das an irgendeinen von diesen Pins ranzuschmeißen. An einen von den 9-Volt-Pins, wenn ich jetzt mehrere hätte. Oder eben an einen von den Ground-Pins. Und hier habe ich ja mehrere. Und das war eben jetzt hier unten der letzte. Es betrifft aber eigentlich hier diesen Pin. Und mit diesem Flag, ja, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, teile ich jetzt KiCad mit. Ja, so wie ich das jetzt hier anschließe, ist das richtig. Und das ist ganz wichtig, das einmal verstanden zu haben. Das ist quasi die Rückfrage. Bei Windows würde man sagen, sind Sie sicher? Die Rückfrage von KiCad: Ist das jetzt hier so in Ordnung, dass du diese 9 Volt Power Input an diesen Connector anschließt? Das ist in dem Fall richtig, weil ich möchte jetzt hier an diesen Connector schlicht und ergreifend ein externes Netzteil anschließen, was dann auch diese 9 Volt beherrscht. Und damit ist das alles gut. Der Rest von der Schaltung ist als solcher elektrisch richtig.
Jetzt schließen wir das Ganze hier an. Einmal hier oben und einmal hier an Ground. Und wir lassen jetzt unseren erstmal nochmal die Annotation laufen. Dann müssten wir gleich sehen. Wir haben jetzt hier nochmal das Powerflag annotiert. Und wir lassen jetzt nochmal unseren ERC-Check laufen. Er läuft durch und et voilà, wir haben keine Verstöße, wir haben hier keine ignorierten Tests, alles ist okay, alles passt und damit wäre unser Schaltplan jetzt so korrekt und alle Fehler beseitigt und ich fange mir hier nicht die Probleme ein, dass hier, was hier viele machen zum Beispiel, dann in die Einstellungen gehen und dann zum Beispiel hier in der PIN-Konflikt-Matrix drin rum fuhrwerken oder hier in der Verstoß der Schweregrade drin rum fuhrwerken, um diesen Fehler quasi durch die Hintertüre vom Eis zu holen, sondern das ist der richtige Weg und das ist auch meiner Meinung nach der einzig richtige und korrekte Weg, wie man diesen Fehler in dem Fall hier beheben kann. Ja, und wir sehen, es hier jetzt ein korrekter Schaltplan. Und mit diesem Schaltplan kann ich dann in die Platine übergehen und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie wir hier Footprint zuweisen und dann können wir auch schon langsam aber sicher in das Erstellen einer Platine übergehen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Schönen Abend, viel Spaß beim KeyKit basteln.